Hallo, heute möchte ich mal ausprobieren, wie ich mir selber eine Silikonform machen kann, weil ich habe vor, so Platzteller, so Unterteller für die Essteller zu machen und die sollen möglichst groß sein und solche großen Formen habe ich zum Kaufen nicht gefunden. Deshalb habe ich mir diese Silikonunterlage mal aus der Küche geholt. Die ist 30 cm lang, leider nur. Ich hätte es gerne noch ein bisschen größer gehabt eigentlich. Und ich werde das ganze Ding jetzt mal quadratisch machen. Ich habe mir dazu dieses Acryl gekauft. Das geht total schwer da raus. Ich habe mir schon mal eine Bahn hier abgequetscht. Ich werde das jetzt noch da, hier rum und so schließen. Und dann lasse ich das aushärten. Und guck mal, ob man da auch Kunstharz gießen kann. Hier ist eine kleine Beule. Ich hoffe, die geht noch weg. Es ist ein Ausprobieren. Ich werde euch das Ergebnis zeigen. So, jetzt bin ich einmal ganz rum. Ich habe euch erspart, zu zeigen, wie ich mich dabei abgemüht habe. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Was, weiß ich natürlich jetzt nicht. Wir lassen das Ganze jetzt mal aushärten. Ich glaube so 24 Stunden. Mal gucken. Und dann probieren wir mal aus, ob man da drin was gießen kann. Bis dann.